Für wen halten Sie sich eigentlich? Wie bitte? Ich bezahle Sie für Cello-Stunden und nicht dafür, dass Sie mein Kind verführen. Mrs. Caldwell, das scheint ein Missverständnis zu sein. Und wie erklären Sie mir das hier? Wo hast du die gefunden? Margarita hat sie beim Saubermachen entdeckt. Auf dein Zimmer, und zwar sofort. Mom! Sofort! Wie konnten Sie mir gegenüber nur so respektlos sein? Ist das der Dank dafür, dass ich Sie von der Straße geholt habe? Von der Straße geholt? Ich wohne in der Park Avenue. Wo auch immer. Sie setzen nie wieder einen Fuß in dieses Haus. Und meine Tochter werden Sie nie wieder, ich wiederhole, nie wieder sehen. Haben Sie verstanden? Also erstmal habe ich Ihre Tochter nie angerührt. Und zweitens, kann man doch heutzutage annehmen, dass jemand Ihres Standes mit der Rassenfrage anders umgeht? Ach, kommen Sie mir bloß nicht mit diesem Rassenquatsch! Mein Mann und ich haben Patenschaften in Afrika! Ah ja, dann weiß ich ja jetzt, wo ich hingehöre. Danke für Ihre Gastfreundschaft, Mrs. Caldwell. Das war sehr ernüchternd. Den Schwarzen sind wir los! Den Schwarzen sind wir los! Dem Himmel sei Dank, den Schwarzen!